Marys Ring. Auf Wiedersehen, lieber Freund. Okay, ja, Kopfschuss okay, alles okay. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Absolut nicht so schön. Really need you boys to get out there and hunt. Supplies are low. Oh, Mr. Morgan. I've jotted down a few things that I think could be nice additions around here. Mal gucken, was wir hier alles haben können. Nichts. Nichts. John hat sogar seine eigene Unterkunft hier gesteuert, ja? Nichts. Ja, hängende Knochen, die haben wir. Super. Could really use some good meat for this stew. Okay, das können wir. Just in time, Mr. Morgan. Großdrüse behalten wir mal. Ein bisschen Fleisch behalten wir mal. Well done, Mr. Morgan. Rattenkadaver. Very good. We were getting low. Ah, die Hasen fehlen, ne? Wo sind denn die Hasen? Die sind, glaube ich, questbedingt, die Hasen, ne? Okay. Ah, das mit Mary, das, ja, das nimmt mich gerade echt ein bisschen mit. Ich hatte eigentlich Gutes gehofft. Things are tense right now. So, how do we fix this? I ain't sure. Really ain't. We'll work something out. Ich wollte gerade sagen. Abigail. Thank you for getting him out, Arthur. Of course, someone had to. Da ist er. Dutch went and killed Cornwall in Annisburg. This'll be bad, John. Shit. Yeah. I'm worried he's coming unstuck. Arthur. Thank you. Thank you so much. Well, we ain't done yet, Abigail. Dutch seems... to have lost his mind? I know. Just be careful. I don't have to be careful. I have you as a friend. Ach, Abigail. My mistake, Abigail. Wenn du wüsstest. Ach, Reverend, du, eigentlich... eigentlich wollte ich eine Quest letztens von dir. Aber scheinbar gibt's keine. Rasieren will ich nicht. Was ist denn hier untersuchen? Ach, guck mal. Da war Arthur noch ganz jung. Das Hosey. Siehst du, das kenne ich noch gar nicht. Arthurs Hund. Oh, das ist ein schöner Hund. Arthurs Vater. Kam auch schon... die Familie war schon so, ja. So, was ist mit ihr? Hier saß doch gerade eben noch jemand... also, hier kann man sich auf nichts verlassen. Hier saß doch gerade eben noch jemand. So, und da drüben... ist nichts weiter bei Dutch. Aber hier hinten ist der Höhleneingang, ne? Ach, Maika macht das Würstchen. Did you put Dutch up to that in Annisburg, killing Cornwall? Dutch is his own man. You know that. Die Kiste ist kaputt.
So, ich guck mal nochmal hier unten rein. Ob wir hier noch irgendwas finden. Karten. Weil wir sind ja hier nur so durchgestürmt, ne? Und haben alles niedergeschossen. Die Frage ist bloß, ob das alles korrekt war und wir nichts übersehen haben. Die Leichen sind natürlich schon weg, logisch. Aber ich habe das Gefühl, dass hier mitunter noch was sein könnte. Da, zum Beispiel eine Truhe. Wechselgeldbecher. Na siehst du, hat sich schon mal wieder gelohnt, hier lang zu gehen. Erhöht deine Dead-Eye-Erfahrung. Okay. Bist du eine Truhe oder? Nee, ne? So, hier hinten ist noch mal eine kleine Butze oder sowas. Betonung liegt auf sowas. Warte mal, wir können hier hinten noch hoch. Wo geht's denn hier lang? Ist hier noch ein zweiter Ausgang oder? Da geht's bloß dahin, ja. Hier gibt's so einen Ausgang. Gut zu wissen. Wirklich gut zu wissen. Ich befürchte fast, ich habe hier schon wieder was vorweggegriffen, ich befürchte fast, wir werden es brauchen. Guck doch mal, wie weit wir unterwegs waren. Krass. Elendig weit. Und so. Achso, gucken wir mal hier herstellen, ne? Nochmal. Da war es doch gerade eben. Ach man. Kaffee. Nix. Okay, gut. Lange genug getrödelt hier. Wir wollen Dinge weitermachen. Das heißt, wir haben einfach mal Maika und... Wer ist das hier? Ah, fliegender Adler. Ah. Oh. Was ist das hier? Captain Monroe. Dann mache ich das erstmal. Ja, ich suche immer jede Möglichkeit, die Hauptquest-Reihe zu zerren. Wobei, das scheint ja eine Hauptmission zu sein. Vielleicht nicht... ja, du auch. Zwar vielleicht nicht essentiell entscheidend wichtig, aber ich glaube nicht, dass sie unwichtig ist, ne? So. Let's go, girl. You have a problem? I don't know yet. But use your brain, friend. Use your brain. Die gehen sich hier alle an die Gurgel. And you use yours.
Or you want to die? Not particularly. You're making a dumb choice, man. I made no choices. Die giften sich ja alle an. Aber warte mal. Ich glaube, hatte ich... Nee, ich hatte ihm schon das was zurückgegeben, ne? Jack. I didn't see you there, Jack. You okay, Jack? Is Mr. Strauss gone? Yeah. Yeah, he had to leave. Sorry. All right. Hello. Hmm. I'm sorry, Abigail. Okay, jetzt aber. Idiot. Easy there, girl. Good girl. You good girl? Aber eigentlich ist man hier recht gut geschützt. Wobei auf der anderen Seite, wenn da irgendeiner da oben steht, hat er eine super Schussposition und kann nicht so ohne weiteres weggenommen werden. Ne? Also hier in diesem eingespannten Bereich. Ach, hier hatten wir ja den Kampf. Hm. Es gibt so Orte, die hat man sich so gemerkt, ne? Zwar nicht erzwingend, dass man sie so ad hoc wiederfindet. Oh, mein Freund. Hübscher Jung. Dan, good shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Ja. Und was kriege ich dafür jetzt? Ah. Hey there, girl. Ja, und einfach wieder zu lieb hier. So. Halt, scharf links. Ba, 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 ba. You all right, girl? Ah, es wird abends 20:56. Eieieiei. Jetzt ist 21 Uhr, richtig? Ja, gleich. Ah, hier ist unser Kumpel, der Veteran. Ah, ich mag das Pferd. Rein von der Ausdauer her, ja. Immer schön Vollgas. Verbundenheit brauche ich ja nicht verbessern mit Streichen und Co., weil ist ja schon auf Vordermann hier. Hey! Ich befürchte jedenfalls, dass Dutch richtig viel Kacke bauen wird. Und dadurch, dass Arthur ihn immer mehr in Frage stellt, wird es einen riesengroßen Spalt geben. Aber so richtig riesengroß. Bin mir ziemlich sicher. Er wird auch nicht mehr zu kitten sein. Oh. Okay, warte mal. Ach, wir sind von der anderen Seite reingekommen. Ah, jetzt verstehe ich. Yep. Arthur.
So. Guck mal, da ist eine Hütte an, da hinten. Was ist das für eine Hütte? Schräg links. Schräg links, also irgendwie... Ist es das Fort? Oder hier das an der Brücke? Warte mal. Können wir bestimmt, genau. Ich würde sagen, das ist an der Brücke. Da, wo auch die Schienen sind. Okay. Wir müssen nochmal durchs Lager hier durch. Oder? Im Lager sind wieder Leute. Okay, da kommen wir dran vorbei an dem Ding. Scheint aber nur, ja, das ist der Bahnhof hier. Hätten wir mit der Bahn fahren können. Nicht schon wieder. Ja. Ah, es gibt wieder einen Gratis-Einkauf. I got some medicine. Medicina? Ja, para qué? Chola. No puedo. Tja. Was hat er jetzt da haben wollen? Den plündere ich jetzt aber nicht. Hätte ich ihm jetzt Alkohol geben müssen, oder was? Ja. Weiter geht's. Ah, da zieht schlechtes Wetter auf. Ja. Hello. Here I am, as promised. Captain Monroe. Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all of this. We are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be honest, I truly don't know. They say he didn't have a very good war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out. He knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning? Meaning that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. This is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful.
Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to Wapiti after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with due caution. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Oh. Okay. I think I know a spot where we should be able to intercept it. Lead the way, Captain. Na dann, auf geht's. So, this Colonel Favors, he knows you're up here helping these people? Yes, and no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. He can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Well, like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws. But I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. Okay. Wahrscheinlich wird es genauso lautlos sein, wie als wir die Pfeife zurückgebracht haben. Ne? All right. This is the spot I was thinking of. Let's cut up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Ach, Quatsch! I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the government doesn't work quite like that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. All I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Morgan. No, no, I can't promise. Was soll ich jetzt hier machen? Komm. Komm. Hey, you, keep your distance. Do you want to get shot? Is that it? Hold it right there. Whoa, you
better put that down right now. That's it. Shoot that bastard already. Okay. War klar. Auf, Arthur. Okay. Mal ein bisschen die Kerne wieder auffüllen hier. Wir lassen mal die Leichen liegen, das gibt wieder bloß Minuspunkte, wenn wir sie plündern hier. Schönes Stückchen hier gewesen, was wir geritten sind. Hier war gerade eben, hier sind wir gerade vorbei, wo wir wieder den Wolf erschossen hatten, ne? Der Typ, der gestorben ist. Weil der die Medizin einfach ausgeschlagen hatte. Müssten wir gleich angekommen sein. Gibt bestimmt Ärger, weil wir geschossen haben. Slow down before you hurt someone. Ja, ja. Captain Monroe. I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, well, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Ah. Unterdieben. Hol den Impfstoff, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, hinten raufklettern. Okay. Schließe Mission innerhalb von 5 Minuten ab. Hier ist nichts weiter. Ich wollte hier noch mal gucken, ob man hier irgendwas... Hallo? Ma'am? There is no place for you here. Ach komm. Hier hinten ist so ein offenes Zelt. Nee. Und hier ist noch ein Haus. Morning. What brings you here? Hello, mister. We have nothing to say to each other. Warum nicht? Ich bin ganz freundlich. Morning, sir. This is no place for you. Keiner hat mich hier lieb. Finde ich nicht in Ordnung. Definitiv nicht. So, was mit euch?
Hey, friend. Why are you here? Warning. This is no place for you. We do not want you here. None of us do. Rauchen hier alle. Schlechter Umgang hier. Jetzt muss ich mal gucken. Ich zähle jetzt Tatsache 4. Was ist denn jetzt hier dazugekommen? Trelawney möchte mit dir sprechen. Die Kunst der Konversation. Ach, hör auf. Hier kommt eins nach dem anderen. Gerade. Ich möchte aber hier unten noch hin. In das Gebiet. So, dann haben wir das hier. Er will auch wieder... Ah. Okay. Puh. Ja, da gibt's ein bisschen was zu tun, würde ich mal sagen. Das Schlimme ist bloß, es gibt keine Schnellreise. Annisburg. Wo ist das hier? Ist das unser Lager? Das ist unser Lager, ne? In Annisburg. Ach ja, das ist doch wieder so ein Riesenmarsch. Ich glaube, dann nehmen wir erst ihn hier mit, den Hamish. Und dann gucken wir mal, was wir dann hier so hinkriegen.